Willkommen im Krutschen Zeitalter. Den seltsamen Anfängen der Weltgeschichte. Als selbst die Tierwelt noch herumprobiert hat, was sie eigentlich sein wollte. Was ist das? Werfen wir einen Blick auf einige dieser außergewöhnlichen Kreaturen. Ich präsentiere die Killerkatze. Dieser riesige Säbelzahntiger ist getrieben von einem unstillbaren Hunger nach Freundschaft. Diese gutmütige Kreatur ist jederzeit auf dem Sprung, um seiner Adoptivfamilie bei allem zu helfen. Ich bin froh, dass du es bist, Chunky. Aber begrüßen wir nun das Seehuhn. Halb Huhn, halb Seehund, ganz Schreihals. Obwohl von Natur aus sanftmütig, kann es sehr schnell und temperamentvoll werden, wenn es Crudsam aus dem Schlaf gerissen wird. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid! Das prähistorische Faultier. Seine wichtigste Selbstverteidigungsmethode ist seine Beziehung zum Menschen. Es klammert sich an ihn. Anschnallmodus! Im Gegenzug hat der Mensch was Niedliches zum Angeben. Du hast ein Faultier als Accessoire? Ich hab ein Faultier als Accessoire! Jetzt fliegen die Fäuste, denn hier kommt der Boxaffe. Es gibt viele Arten Boxaffe. Wie der Kickaffe und der verstörende Glubschaffe. Was machst du? Einer dickköpfiger als der andere. Besonders der Kopfstoßaffe. Das ist heftig. Da habt ihr's. Das Krutsche Zeitalter. Eins der bedeutendsten Kapitel unserer Evolution. Genial! Voll mit den verblüffendsten und verrücktesten Kreaturen. Wie das überhaupt jemand überleben konnte? Keine Ahnung. Here comes the new age.